Was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar darf bei der Städtereise eins nicht fehlen, und zwar eine Foodtour. Und die machen wir dieses Mal wieder. Und wir nehmen euch komplett mit und bewerten das Essen und alles drum und dran. Viel Spaß! Also wir sind im ersten Restaurant. Wir essen griechisch. Oasis heißt hier. Ja. Hier kann man uns sehen, direkt am Rhein. Also, Essen ist schon da, beziehungsweise Vorspeise kommt noch, Salat ist da. Und gleich seht ihr noch, was wir richtig bestellt haben. Ich habe einmal so eine kalte Vorspeise, einen Teller. Die hier bekommt Nico. Und so sieht das Ganze aus. Und Nico hat Knoblauchbrot und irgendwas. Ja, irgend so Gemüse. Eigentlich ging es mir nur ums Knoblauchbrot, aber es sieht richtig geil aus. Ja, sieht gut aus. Statement. Richtig toll. Es ist so einfach vollgezogen mit so ja, Öl, gell? Ja, Knoblauch. Und schmeckt einfach nach Knoblauch. Boah, geil. Die Hauptspeise ist angekommen. Einmal Gyros mit Pommes und Tzatziki-Dip. Wie heißt das? Sieht auch richtig heftig aus. Und was hast du? Was ist das? Auberginenschüchchen. Auberginenschüchchen? Ja. Wir lassen uns jetzt schmecken und dann geben wir eine Resonanz ab. So, wir sind jetzt vom Restaurant weggegangen, haben bezahlt 84 Euro, glaube ich, für zwei Vorspeisen, vier Getränke und drei Hauptspeisen. Und ich muss sagen, also der Salat war relativ fad, der ging so, war halt normaler Salat mit Dressing und so. Vorspeise war gut, diese Knoblauchbrot. Und Hauptspeise war auch relativ gut, also die Pommes waren ziemlich ölig und fettig, aber ist halt griechisch. Und das Gyros war sehr gut, also das Fleisch war richtig lecker. Und insgesamt bin ich brutal satt, also mein Bauch platzt fast. Und ich würde von 1 bis 10 Bewertungen würde ich so eine 7 geben. So, ich hatte ja auch eine Vorspeise, und zwar diesen Teller. Darauf gab es drei Dips, davon fand ich einen richtig gut, der andere war fischig. Und der zweite war mit Aubergine, war okay. Alles andere war ganz gut. Der Salat war nicht so meins. Und ja, von meiner Hauptspeise habe ich die Hälfte gegessen, aber die andere Hälfte wurde mir eingepackt. Also richtig cool. Und ich gebe dem Ganzen auch so ein bisschen. Also es war auf jeden Fall richtig vom Flair schön, die Aussicht war schön. Aber der Salat und so hat mich jetzt nicht so umgehauen. Ja, Salat war halt nichts Besonderes. Wie Nico gesagt hat, sehr fad. Und meine Hauptspeise, Bifteki mit Pommes, war echt schmackhaft, schön. Joe Pizel. Ja, nee, der Hirtenkäse mit Tomaten drin, die Füllung, die war echt schmackhaft, muss ich schon sagen. 1 bis 10? 7,5. Alter! Also guter Laden, und wir gehen heute nichts mehr essen, aber dafür morgen, und das seht ihr natürlich dann. Wir sind heute im Extrablatt frühstücken und wir nehmen das Buffet und wir werden gleich sehen, was sie uns alles holen. So, wir haben unsere Teller jetzt schon gerichtet. Ich habe hier einmal Rührei, Nutella, weil aus dem Schokocroissant gemacht wird. Perfekt. Hier für mein Brötchen Kaffee, Latte Macchiato am Start. Hier ist die totale Vernichtung. und Chiara hat einen Kaffee mit Hafermilch. Hafermilch und jede Menge Gemüse, Orangensaft für Vitamine. Ich habe auch die Deko geklaut. Hast du Deko geklaut? Was hast du geklaut? Was? Frag mit Apfelsaft, einfach Orangensaft. Der Schokocroissant ist gezaubert. Ah, die Messer sind so nervig, mit denen kann man nicht schneiden, deswegen musste ich das aufreißen. Und hier Brötchen. Lecker, lecker. Schmeckt. 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 Super klasse. Wir haben jetzt noch so einen süßen Teller geholt und ich habe keine Ahnung, was das ist. Marshmallow? Aber voll das beste Marshmallow. Schmeckt eklig. Nicht gut. Und ich hab mir die ultimative Nutella-Zerstörung geholt. Oh mein Gott, mit Smarties. Nur mal reinbeißen. Mach mal.
Oh, das gibt eine Sauerei. Nein. Oh, das hat getroffen. Auf die Pancakes. Ich habe auch Pancakes und Melone. Ja. Melone. Und jetzt kommt wie immer unsere Bewertung. Und meine Bewertung ist relativ gut. Ich habe viele Sachen probiert, vor allem viel Gemüse und Obst. Ja, also ich würde dem Ganzen vor allem, weil es auch richtig schön dort war und es war auch gar nicht so teuer. Ich glaube so 15 Euro pro Person mit Kaffee und diesem Buffet. Aber wir sind auch unter der Woche. Und ja, also ich würde eine 8,5 von 10 geben. Ja, also ich habe auch einiges probiert. Schokoladenbombe mit Smarties. aber allgemein, das Kaffee Extrablatt ist super clean so. Die Mitarbeiter kommen direkt, wenn du was willst. Wir wurden direkt an einen guten Platz gesetzt. Und ja, ich würde auch eine 8,5 geben, war super. Wir haben es zum nächsten Foodstop geschafft. Und zwar gibt es diesmal Churros, wie auch in Spanien. diesmal mit heißer Schokolade als Dip, also weiße Schokolade. Und jetzt haben wir den direkten Vergleich, weil wir beim letzten Mal auch schon Churros gegessen haben. Yes. Ich bin gespannt, wir haben hier einfach mehr Churrerias gefunden als in Spanien. Gut, heiß. Hast du mit, ne, ohne Dip, gell? Jetzt mit. Mit heißer Schokolade. Mm. Ist gut. Mhm. Aber da ist Puderzucker drauf. Aber schmeckt richtig. Eigentlich habe ich gesagt Zimt und Zucker, aber ist egal. Ja, aber die sind richtig. Ja, sag mal. Also die kommen echt an die Spanischen ran. Ja? Mhm, echt? Sag's. 8,5 von 10. 8,5 von 10. Oh mein Gott. Richtig gut, gell? Mhm. So frisch. Mit der Schokolade zusammen. Übel geil. Und? Warte mal. Ich sag eine 9. Ja? Ja, 9 von 10. Das war richtig lecker. Aber ja, mit der Schokolade noch mal besser. Wir lieben Churros. So, diesmal sind wir nicht in dem Restaurant, sondern sind in Starbucks und probieren diesmal was Flüssiges. Nichts Festes zum Essen oder ein Gericht, sondern einfach mal. Was hast du? Strawberry. Ja, und ich habe Frappuccino mit Karamell. Oh, hier mit der Karamellsoße und der Sahne sieht schon heftig aus. Ich glaube, das letzte Mal war ich im Starbucks vor 6 Jahren. 6 oder 7 Jahre, keine Ahnung. Oh. Die 8 Euro lohnen sich auf jeden Fall. Schmeckt richtig heftig. Also, ich hatte es nicht so gut in Erinnerung irgendwie. So macht man das so. Dann holt man so die Sahne mit Karamell raus. Starbucks haben wir uns schmecken lassen. Also, ich wusste, ich habe das voll vergessen, dass Starbucks eigentlich übel geil ist. Ich habe das irgendwie ein bisschen gehatet, ich weiß nicht warum. Aber ich würde dem Ganzen eine 9 geben, weil erstens Geschmack richtig lecker war, zweitens haben wir Sitzplätze bekommen, drittens haben wir vielleicht ein, zwei Minuten nur angestanden und haben schon unsere Getränke bekommen. Deswegen von mir eine 9 von 10. Ich gebe auf Wunsch eine kurze Bewertung ab, und zwar fand ich meins richtig gut. Ich fand toll, dass ich so viel Auswahl von Pflanzenmilch hatte. Habe mich ja für Mandel entschieden und es war sehr gut. Ich gebe eine 8 von 10. So, Freunde, letzte Station von der Food Tour. Den Lukas Podolski Döner probieren wir. Ich mit Hähnchenfleisch, du auch, gell? Und du mit Falafel. Yes. Perfekt. Wir probieren den jetzt und dann gucken wir, was der kann. Hey, ob der besser ist als in Stuttgart oder ja, einfach vergleichen. So, jetzt regulär erster Biss. Brot ist sehr knusprig, gell? Voll lecker.
gut, also richtig knusprig. Aber Fleisch schmeckt richtig geil, voll saftig. Und das Geschmack ist sehr lecker. Richtig geil. Auch die zwei Soßen. Perfekt. Perfekt. Was sagst du? Auch richtig gut. Richtig gut, ne? Richtig viel Soße, voll gut. Ja, der ist richtig Brot. Saftig irgendwie. Also der ist so gar nicht trocken, obwohl das Brot echt knusprig ist und richtig, ja, schon fast hart. Aber das ist irgendwie voll der gute Kontrast zu dem saftigen Fleisch mit dem ganzen soften Gemüse. Also der ist wirklich richtig lecker. Ja. So, jetzt kommt noch die Bewertung von unserem Döner. Und zwar mein Brot und mein Falafel waren richtig gut. Also ich gebe dem Ganzen 9 von 10. Ja, der Döner war mies geil. War jetzt nicht das erste Mal bei mir hier. Aber ja, 10 von 10. Beste Döner, den ich jemals gegessen habe. Nee, aber ich fand den auch richtig gut. Also bei uns in Stuttgart und Umgebung, wir wohnen ja auf dem Dorf, ist so ein guter Döner eigentlich ja, selten, aber der war richtig gut. Fast schon besser als der in Berlin, weil das war der beste Döner, den ich je gegessen habe. Ich würde dem Podolski-Döner würde ich eine 9,5 von 10 geben. Am Ende war es ein bisschen ölig und fettig unten in der Packung drin und der ganze Belag ist rausgefallen, aber ist halt auch, ja, ist jetzt kleine Kritik, aber sonst war der richtig geil vom Geschmack her, das Fleisch war perfekt, alles super klasse. Ja. Ja, stimmt, ja. So.